Also ich bin verantwortlich für 8 Filialen. Da sind ca. 60 bis 70 Personen beschäftigt. Damit ich das Ganze in einer guten Balance halte, ist mir ganz, ganz wichtig die direkten Gespräche mit meinen Mitarbeitern, dass ich mir ab und an einmal dazu setze mit denen und einen Kaffee trinke. Und was unser Team besonders macht, es ist ein vollkommen junges Team, zwischen 19 und 21, sage ich einmal. Und ja, das Schöne ist aber teilweise, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen. Uns zeichnet aus, dass wir eben sehr eng täglich miteinander arbeiten oder ununterbrochen, um besser zu sagen, und uns auch die Arbeit in gewissermaßen aufteilen, beziehungsweise jeder weiß seinen Verantwortungsbereich. Die Hierarchien, ich sag's einmal so, Hierarchien ist natürlich überall. Das Schöne ist bei der Firma Penny, beziehungsweise in unserer Filiale, dass jeder weiß, was er zu tun hat und nicht wirklich, ich sag's einmal so, den Chef raushängen lässt. Ich schaue, dass mein Team gut versteht miteinander, dass die gegenseitig Respekt haben. Es kommt mit Sicherheit vor, dass man sich privat auch trifft, mal was trinken geht, sich auch aus dem privaten Bereich eben Dinge erzählt. Also das gibt's definitiv, ja. Also die Firma Penny macht sehr viel, dass wir uns näher kennenlernen. Es gibt verschiedene Events und eine davon ist auch die Weihnachtsfeier, die jedes Jahr stattfindet. Was mich sehr gefreut hat, war das, ich habe einmal ziemlich ein Problem in einer Filiale gehabt. Habe vier Filialleiter angerufen und gefragt, ob sie mich unterstützen würden. Und es haben gleich alle ja gesagt. Also die Bereitschaft war gleich da und das hat mir gezeigt, dass das wirklich die Arbeit, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern sehr stark funktioniert und gut funktioniert und dass der Team Spirit passt.